Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Und heute werden wir ein paar Digimon einsammeln, denn wir haben gegen den Boss derzeit, der momentan auf der Welt existiert, keine Chance. Ich find das lustig. Wir haben extra Digimon trainiert, die im Übrigen verdammt stark sind. Die sehr, sehr stark sind und haben dadurch das Datamon fertig gemacht, wofür wir das letzte Mal verloren haben. So. Und jetzt kommt da irgend so ein Penner und ist doch stärker als das Datamon. Und das innerhalb von 2 Minuten. Ich denke mir, wow, ist das eine coole Sache oder was? So ein Scheiß. Naja, wir sammeln erstmal Digimon. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. So, wir haben ja beim Logikvulkan noch dieses komische Leomon. Ich möchte das unbedingt angreifen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich möchte aufs Maul bekommen. Ich möchte aufs Maul bekommen. Das ist, glaube ich, klare Sache. Ansonsten gibt es derzeit nur Digimon einzusammeln. Also es kann gut sein, dass wir bald schon das Team wechseln müssen. Ah, das ist cool, ne? Oder ich trainiere noch ein bisschen. Wir sind ja erst. Ich kann noch locker 4 Tage trainieren, also so ist es nicht. Nur was würde es mir bringen? Ich glaube nicht, dass diese paar mickrigen Punkte, die ich da mache, irgendwie groß Sinn machen. So. Kannst du mir 5 Leiterzitronen bringen? Du bekommst auch etwas dafür. Ich habe 4 mitgenommen, ne? Ich habe 4 mitgenommen, kann das sein? Bist du eine Leiterzitrone? Ich glaube nicht. Das ist doch nicht dein... Oh, meine Güte. Das ist es wert, Freunde. Das ist es einfach wert. Ah. Ich drehe am Rad. Alter Schwede. Gib mir doch eine Leiterzitrone, Mensch. Wozu sammle ich die denn, wenn ich sie nicht mitnehme? So. Können wir da hinfliegen? Ich weiß es gar nicht. So. Habe ich euch eigentlich schon das... Nee, habe ich gar nicht. Ich habe euch beim Bergarbeiter gar nicht gezeigt, was ich hier momentan sammle, ne? Wir haben einige wichtige Gebäude noch abzugraden, definitiv. So. Was tauschst du derzeit? Okay. Wir haben hier... Ich glaube, ich habe es euch schon mal gezeigt. Auf jeden Fall der Trainingsraum. Doch, hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Dafür sammle ich derzeit. Und wir brauchen Digi-Schneeholz. 2 Stück. Das ist Bitrin und so kriegen wir easy zusammen. Naja, gut, ich glaube, ich habe es euch schon mal gezeigt. Ich hatte irgendwie gerade ein Déjà-vu, deswegen bin ich drauf gekommen. So, kannst du mich zur nahen Ebene bringen? Ah, oh, was für eine Geldverschwendung. Ich hoffe, ich lande. Ja, ich bin auf der richtigen Stelle, geil. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. So. Ich habe mir die Nüsse eingesammelt. Ich muss ganz, ganz viele Nüsse sammeln, weil beim Training verbrate ich sie immer wieder, wenn ich sie brauche. Sind das etwa Leiterzitronen, die da stehen? Oder die ich da sehe? Hast du 5 Stück? Ja, hier. Wow, danke, hier ist deine Belohnung. Ah, cool. Brauche noch mehr Leiterzitronen. Ich kann dir zwar keine große Belohnung geben, aber ich zähle auf dich. Ja, cool. Du mich auch, Bro. Du mich auch. Alter Schwede, war das denn los? Okay, okay. Ich muss mal kurz überlegen. Gab es noch ein Digimon, das wir besiegen mussten, was ein bisschen schwächer war? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo wir uns gerade befinden. Sind wir jetzt im Midgame? Sind wir im Late-Game? Wie viele Kapitel gibt es? Ich weiß es nicht. Es ist alles so, fraglich. Ich denke mal, wir latschen mal zum Logikvulkan und, ja, wir gehen... Wir haben jetzt ein Eis-Digimon. Ja, stimmt, Meteormon. Ach, also Eismon. Eismon war das, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Wir müssen da mal hingehen. Ganz, ganz dringend. Aus dem Weg, Schleimhaufen! Okay, gather up. Ich bin einfach zu voll geworden, Leute. Ich habe da jetzt keinen Bock hinzulatschen.
Ah, ich verschwende hier mein sauer verdientes Geld. Ah, bring mich bitte zum Logikvulkan. Okay, ich hoffe, ich kann bald mal was in der Börse wieder verkaufen, damit ich Geld kriege. Da stecken jetzt ungefähr 50.000 drin, die ich in der Börse habe. Und ich würde, wenn alles gut läuft, kriege ich da 200.000 raus. Das heißt, ein Gewinn von knapp 400%. Das kann sich sehen lassen, finde ich. So, wir haben hier einmal ein Digimon und da oben ist auch noch ein Digimon in der Sackgasse. Ich denke mal, wir gehen zuerst zum Digimon da oben in der Sackgasse. Weil, jetzt kommt es, ich glaube, das ist eher wahrscheinlicher, dass wir es schaffen, als das Leomon da unten. Ich glaube, das Leomon wird uns sowas von die Prügel rausschmeißen. Das wird nichts. Ready? So, wollen wir mal, ne? Dass ihr überhaupt in das Zelt hier reinpasst. Sleep well. So, Digi-Freund um 1 erhöht, cool. Das Thema gleich durchdrehen, wenn sie Hunger haben, weißt du? Mir würde das Symbol aus vollkommen reichen. So. Was zum. Okay, warum nicht? Na komm, machst du platt. Ach, das ist nicht dein Ernst. Okay, ja. Wir hatten ja eigentlich neue Attacken gelernt, ne? Können wir davon irgendwas einsetzen? Nein, jetzt mach's aber richtig. Damit erhöhen wir Ausdauer und Geschwindigkeit von Verbündeten, ne? Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn man das mal recht bedenkt. Ich meine Ausdauer. Ja, gut. Heiliger Strahl? Was ist das hier? Ziele des Lichts. Woher kannst du Heiliger Strahl? Wo kommt das her? Seele des Lichts? Ach, Heiliger Strahl da. MP. Naja, gut. Man muss immer eine billige Attacke mit dabei haben. Einfach nur, falls man wirklich keine MP mehr hat, dass er diese einsetzen kann. Also finde ich so. Wir sollten denen auf jeden Fall mal mehr Attacken beibringen. Bisher haben wir ja zwei. Und wie viel kostet das, eine mehr zu machen? Stimmt, als nächstes mache ich das hier, ne? Wegen dem Lob und so weiter. Kommandeur 10. Nee, 7. Was ist das? Verteidigungsbefehl. Ermöglicht die Verwendung eines Verteidigungsbefehls. Der Verteidigungsbefehl verringert den Schaden jetzt um 100%. Ja, why not? Erhöht den Schaden von gemeinsam geboosteten Angriffen noch ein wenig mehr. Oh. Negiert manchmal die MP-Kosten. Aha. Steigert den Wirkungsbereich. Im Kampf geworfene Items fliegen schneller. Senkt gelegentlich die Kosten auf null, wenn ein Item im Kampf geworfen wird. Erhöht die Befehlskraft deines Partners leicht der Kampf oder der ein Kampf-Item wirft. Ah, okay. Lernart. Drop Art. Ah, da habe ich kaum noch was reingesetzt, ne? Ich bin momentan nur auf Training aus. Aber es war wichtig, erstmal alles Trainingsmögliche da fertig zu machen. Das war mir wichtig. Naja. Ja gut, wenn man sich so bedenkt, ne? Die ganzen Boosts für Angriff, Stärke trainieren, das ist schon echt wichtig. So, wir haben ja jetzt nur knapp 10 Minuten gebraucht, weil ich ständig im Menü war. Wollen wir mal gucken. Da waren ja die ganzen Peacebon, keine Ahnung, wie die auch hießen.
Pitmon oder so. Ihr müsstet ja mittlerweile Angst vor mir haben, ne? So, du bist du Mega oder bist du ein Ultra? Hey, die Leute reden über dich, behaupten, du sollst ziemlich stark sein. Suchst du jemanden, der deiner Stärke den letzten Schliff gibt? Wenn du willst, kann ich dir helfen. Meine Spezial-Gummirüstung wird mit jedem Kampf härter und wird bald echt cool aussehen. Deswegen will ich mehr kämpfen. Und du kannst dabei auch stärker werden. Es hat also jeder was davon. Okay. Meine Rede, Mann. Hauen wir rein. Ach komm. Ich kann doch nicht wissen, dass das mega ist. Ach Mann, Leute, das ist so unfair. Ah, wir kriegen ja dich nur noch aufs Maul, weil überall Megas rumhängen, gegen die ich keine Chance habe. Ich meine, es sieht schon besser aus als früher, klar, aber... Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ihr seht es doch. Ihr seht es doch. Hier, komm. Okay. Okay, dieser Typ ist auch ein Mega. Das heißt, gegen dieses Leomon-Viech werden wir keine Chance haben, weil er auch mega ist. Der war auch, glaube ich, irgendwie um die 40, ne? Stimmt, wir haben ja schon mal gegen ihn gekämpft. Das müsste ich eigentlich wissen. Das Blöde an der Geschichte ist, ich muss da jetzt nochmal hinfliegen. Ich muss da nochmal hinfliegen. Dreck! Aber jetzt wissen wir zumindest, wer der Typ ist. Coole Sache, ja, ja. I'm sorry. I'm so sorry. Nein, es tut mir nicht leid. Ihr seid schwach. Schwächliche Digimon. Wofür trainiere ich euch überhaupt? Damit ihr sterbt. Gehen wir mal zum Krankenhaus. Also ich muss sagen, ich stehe kurz davor, mal ein paar Generationen einfach für mich zu machen. Einfach nur Geld sammeln, Ressourcen sammeln, um ja... die ganzen Plätze aufzustocken, aber das Trainingslager aufzustocken, so eine Geschichten. Ich glaube, das werde ich mal den nächsten Angriff nehmen. Wieso zitterst du, Conan? Hast du Angst vor irgendwas? Okay, gehen wir nochmal zum Sender. Weil es hier so billig ist, habe ich überhaupt noch Geld dafür? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Einmal zum Logikvulkan. Weil ich noch nicht genug aufs Maul bekommen habe. Nein, wir werden gegen dieses Leomon nicht antreten. Das wäre pure Verschwendung von Zeit und Ressourcen, ganz ehrlich. Ich werde mir nochmal die Folge angucken und dann werde ich sehen, auf welchem Level der war. Wenn der um die 30 ist, ist das in Ordnung. Aber wenn er auch 48 ist, wie die anderen Megas, dann kann ich das voll vergessen, gegen ihn anzutreten. Das wäre einfach nur Bullshit. Okay. Aber nach Jahrzehnten schaffen wir es endlich, den Typen bei uns reinzubringen. Da steht er. Das kleine Mistvieh. Aber wisst ihr was, wir können es ja nicht testen. Ich meine, ob wir jetzt nochmal verlieren oder nicht, ist kann uns eigentlich egal sein. Arg, ich schmelze, hilf mir bitte, solange ich noch meine Stärke besitze. Conan hat einen Eisangriff auf Eismann angewendet. Oh, anscheinend schmelze ich nicht mehr. Puh, danke. Mir gefällt die Hitze. Meinem Körper aber nicht. Aber jetzt kann ich etwas länger bleiben. Hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Okay. Folgender Plan. Wir treten jetzt gegen dieses Leomon an, gucken, wie stark es ist. Und ich speichere vorher. Weißt du was? Diesmal gönne ich es mir und speichere einfach mal. So. Weil dann müssen wir nicht den ganzen Kampf zugucken, wie unsere Digimon leiden. Das wäre ein bisschen unlustig.
Und wir müssen ja noch zum nicht zu Kapbot, sondern zum na, wie hieß der Scheiß gleich nochmal? Wie hieß der Deus Ex. Deus Ex müssen wir noch. Um da die zwei Typen herauszufordern. Du bist zurück. Diesmal werde ich mich mit dir anlegen. Faust gegen Faust, so wie wir wollen, okay? Von mir aus. Und bist du 45? 48? Nee, 30. Das geht eigentlich, ne? Oh, ich habe natürlich kein Leben. Ja, okay. Aber er ist trotzdem stark, er ist trotzdem stark. Also von daher, bringt das eigentlich gerade nichts. Gut, wir sollten uns heilen, bevor wir das nächste Mal irgendwo hingehen zum Fighten. Also, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Gut, Deus Ex, ich komme. Wird Zeit, dass dir jemand ordentlich die Prügel rausschmeißt und, ja. Dann würde ich gleich schon behaupten, dass das hier die letzte Folge mit diesem Team, weil, ihr habt's gesehen, wir haben eigentlich gar nichts mehr zu tun. Wir könnten Fische angeln. Aber das mache ich, glaube ich, auch gleich in der Session, wo ich einfach für mich selber daddel ein bisschen, um das wenigstens abzuschließen. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre dieses Taumon-Viech. Aber der ist ja auch kein Original, der wird mir auch nur irgendwas schenken. Der wird auch nicht in die Stadt kommen. Was sagt denn dieses komische Digimon hier drinne? Welche Digimon kann ich denn noch ins Boot holen? Ach cool, er ist schon wieder Gilmon geworden. Cool. Ja, da bist du also wieder digitiert, ja? Ich bin endlich zu einem Gilmon digitiert. Es liegt noch ein langer Weg vor mir, aber seltsamerweise habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich beeilen muss. Vielleicht liegt das ja daran, dass ich fühle, wie viel stärker Kota und ich jetzt verbunden sind. So, Taumon kommt ab und zu vorbei und spielt mit mir. Schön für dich. Ich berichte von Erkenntnissen, ja. Auf der Brücke Kapmod, ja gut. Ein Digimon-Anführer hat alle in der Festung der Ogino-Einöde versammelt. Und im Tunnel der... Ah, genau. Das ist der Plan, Freunde. Wir gehen zur Ogino-Einöde. Geben ihm 20 von meinem besten Fleisch. Gehen nach oben, holen da noch jemanden. Und eventuell reicht das schon, um mit Leomon zu kooperieren. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Bit. Wir müssen gleich schon wieder kämpfen, ne? Diese Pflanzenviecher. Nein. Naja, was soll's. Aber wir haben jetzt einen Plan. Wir brauchen auch nicht wirklich viel Leben für den ganzen, fürs ganze Zeugs. Ich werde also höchstwahrscheinlich ein Team trainieren. Und dann werde ich loslaufen und dieses Zeug sammeln. Damit wir das vielleicht in der Aufnahme nicht mehr machen müssen. Ich mag die Musik hier in diesem Teil. Das hat was. Das Einzige, was ich mich wundere bei solchen Spielen wie Digimon World, das ist ja wirklich ein Spiel, das ist linear gebaut. Das heißt, du kannst jetzt hier zum Beispiel nicht runterspringen. Das hätte mir doch gefehlt. Frei herumlaufen, ein bisschen springen vielleicht noch. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich so kompliziert zu entwickeln. Und es macht einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn man auch ein bisschen rumspringen kann. Weißt du, ich könnte jetzt hier raufklettern, bis ganz nach oben oder drunter springen und mich einen Keks freuen. So einfach nur ein bisschen Schwachsinn machen. Das fehlt in solchen japanischen Spielen einfach. Die denken einfach zu linear. Ja, ich weiß jetzt, was passiert. Aber mittlerweile ist es wirklich gar kein Problem mehr. Dann habt ihr wenigstens mal einen Sieg, Jungs. Ihr habt einen Sieg. Den habt ihr verdient.
Nice and calm. Aber ich glaube, wenn wir dieses Black Greymon und den anderen angreifen, dass es uns nicht viel bringen wird, weil das ja auch keine Originalen sind. Die werden wahrscheinlich nicht in die Stadt kommen. Würde ich jetzt mal schätzen. Okay, ich weiß nicht, wie du anvisierst, ist mir aber auch egal. Blitzchast! Also, wenn es so weitergeht, bringe ich auf jeden Fall Kone eine andere Attacke bei. Ich kann mit der Attacke nicht umgehen, die er macht. Das geht einfach nicht. Ich kann das nicht timen bei ihm. Ich kann es einfach nicht timen. Ich weiß nicht warum. Ist das jetzt der Angelspeer oder die Elektrowolke, der ständig einsetzt? Dann mach doch lieber das. So, jetzt kriegst du endlich dein scheiß Futter. Vielleicht kommen wir hier endlich mal vorwärts mit dem Leomon, wenn wir da oben sind. Weil da oben könnte nämlich ein Spion sein, der das Ganze einfach die ganze Zeit anguckt. Ist ja möglich. Und ich glaube, Tyrannomon wird sowieso im Restaurant arbeiten. Das ist ziemlich sinnlos, wenn wir ihn jetzt quasi eigentlich holen. Weil ich gehe sowieso nicht ins Restaurant. Vielleicht bringt das was, klar, Digi-Freundschaft und hast du nicht gesehen. Aber das ist mir alles zu teuer. Ich bin geizig. Ich bin einfach geizig. Ja, hier, bitte nimm's. Verreckt dran. Sieht lecker aus. Ich kann's kaum erwarten. Dieses Fleisch, dieser Fleischbeweis gefällt mir. Nehme ich. Nur zu, geh ruhig durch meinen Tunnel. Ich bin heute gut gelaunt. Also habe ich ein Geschenk für dich. Du hast jetzt das Sagen in diesem Tunnel. Und ehrlich, um ehrlich zu sein, der Quatsch mit Beweis und bestem Fleisch hätte nicht gedacht, dass du sowas durchziehst. Leomon platzt sicher der Kragen, aber ich will dieses Fleisch essen. Jedenfalls überlasse ich den Tunnel dir. Man sieht sich. Geschafft. Mal gucken, was da oben auf uns lauert. Bestimmt ein neues Mega. Also 100%ig neues Mega. Aber lenken wir uns erstmal damit ein bisschen ab. So. Easy. Dann schauen wir mal. Was ist hier oben? Okay. Hey, ich habe es endlich gefunden. Wir haben herausgefunden, dass sie ein verstecktes Feld haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier ist. Hey, aber was jetzt? Ich muss dafür sorgen, dass sie es nie wieder verwenden können. Hä? Was? Wurde ich entdeckt? Warte, bleib zurück oder ich setze das Fleisch im Feld in Brand. Hey, ich tue es. Das Red Vigimon hat das Fleisch in Brand gesetzt. Es brennt nicht richtig. Was ist da los? Es riecht super. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Nom, nom, nom. Oh, es ist so lecker. Ich hätte nie gedacht, dass Fleisch so lecker sein kann. Wie ist das möglich? Aber jetzt denke ich, es würde perfekt zu etwas gebratenem Gemüse passen. Okay, ich habe mich entschieden. Ich verlasse die Vegi-Truppe. Ich trete den Fleischtruppen nicht bei. Ich bleibe hier und bin neutral. Daher habe ich keinen Grund mehr, gegen dich zu kämpfen. Ich hatte gerade eine Idee. Komm bald wieder vorbei, okay? Was? Nicht dein Ernst. Okay, okay, okay. Ja, das hat sich jetzt voll gelohnt.
Wow. Einfach wow. Ich bin ein bisschen sprachlos. Das war es einfach nicht wert. Der Typ geht ins Restaurant, der Tyrannomon hundertprozentig geht dann ins Restaurant. Und ja. Da oben ist einfach nur ein Vegimon. Ein Red Vegimon, Verzeihung, das jetzt auf Fleisch steht. Ein Gemüse, das Fleisch ist. Okay. Wir haben hier alles Mögliche getan, wir haben mit jedem interagiert, wir haben alle von der Fleischtruppe quasi ins Boot geholt, bis auf dieses andere da, was da rumsteht, was sowieso in den Palast muss, aber wir reden nochmal mit ihm. Du hast herausgefunden, was in der Onkino-Ainu vor sich geht. Zero hat erklärt, was alles geschehen ist. Diese verdammte Vegitruppe, ich kann nicht glauben, dass sie andere Digimon so grausam behandeln. Aber dank dir wissen wir nun mehr über ihre Pläne. Ihre Reihen sind schwach, wir können sie besiegen. Daher möchte ich dich noch um einen Gefallen bitten. Unser Kamerad Shine Greymon ist verschollen. Es sieht ganz so aus, als halte die Vegitruppe diese tapfere Seele gefangen. Aber wir wissen nicht wo. Kommandant Ongremon hat wohl etwas herausgefunden, aber der Dummkopf sieht mich als Rivalen an und verrät mir nichts. Bitte rede mit Ongremon und bringe ihn dazu, dir zu verraten, wohin sie Scheingremon gebracht haben. Ongremon wird nicht leicht zu knacken sein, aber wir zählen auf dich. Ja, wir kommen vorwärts. Ja, Freunde, das heißt, wir sehen uns tatsächlich gleich in einer neuen Folge wieder. Woo! Wir haben es geschafft, wir sind vorwärts gekommen. Ja. Freunde, wenn euch die Folge irgendwie gefallen hat, auch wenn wir nur aufs Maul gekriegt haben, drückt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.